In Torgau gab es nur Kollektivstrafe. Das heißt, wenn zum Beispiel der Sport nach militärischem Drill, wenn da jemand war in der Gruppe, der 20 Runden durch den Innenhof mit Hanteln in den Händen und dann auch Entengang oder schweren Medizinbällen laufen. Es gab ja kleine, große, dicke, dünne, schwache, starke vom Körperlichen her. Und an alle wurden die gleichen Anforderungen gestellt. Und wer das dann nicht schaffte, da sagte dann der Erzieher: Armbrot heute? Nein, ihr wisst ja, wem ihr das zu verdanken habt. Und es wird so oft hört man und belächelt es, wenn man unterwegs ist oder so: Oh, ich habe Hunger. Hunger macht böse, sagen die Leute im Volksmund oft. Das ist für mich nicht zum Lachen, das ist so. Hunger macht böse, das habe ich selbst erlebt. Ich habe erlebt, wie Kinder geschlagen haben bis zur Erschöpfung, weil sie Hunger hatten, weil sie keinen zu essen gekriegt haben. Und das war an der Tagesordnung dort. Schweigen war nicht, also Schweigen war angesagt. Miteinander erzählen hatte auch zur Folge entweder Stunde länger Sport oder Essensentzug. Oder die Norm wurde einfach, morgens kam die Arbeitserzieherin und hat gesagt: Heute macht ihr nicht 15 Wippen, heute macht ihr 20 Wippen. Das heißt, wenn die Norm nicht geschafft wurde, es wurde benotet. Und wer seine Norm nicht schaffte, bekam dann halt eben die entsprechende schlechtere Note. Nach Produktionsschluss waren dann alle Gruppen, Jungen- und Mädchengruppen, in einer Reihe, eine Linie auf dem Hof. Da waren dann die Aufseher, der Heimleiter. Und da hieß es dann Einsen vor. Dann ging man alle, die eine Eins hatten, das bedeutete, dass die ihre Norm geschafft haben, die machten einen Schritt vor. Zweien vor, dreien vor, vieren vor, fünfen vor. So waren das denn mehr als drei in einer Gruppe, hatte das eben zur Folge Sport bis zur Erschöpfung und ohne Essen, ohne Trinken ins Bett. Und das gab es täglich. Das gab es also. Und wir in der Mädchengruppe zu meiner Zeit, ich kann nur aus meiner Zeit berichten, es hat nie in Torgau jemand das Gleiche erlebt. Es gab schon Parallelen. Es hat sich dann auch im Laufe der Jahre einiges geändert. Ich habe gehört, dass dann auch keine Schnürsenkel mehr gab. Zu meiner Zeit, ich war 74 in Torgau, da gab es Schnürsenkel. Und wir haben uns auch unser Brot alleine geschmiert. Das war 10 Jahre später nicht so, weil Mädchen sich sogar beim Essen dann auch mit dem Messer, was so stumpf war, das Alubesteck, dass sie da versucht haben, sich dann auch Schaden zuzufügen, um einfach ins Krankenhaus zu kommen oder so. Und Schnürsenkel mit Schnürsenkel dann auch versucht haben, sich zu strangulieren oder sowas. Und deshalb hörte ich dann von Betroffenen, die nach mir dann, 10 Jahre nach mir da waren, eine aus Suhl, eine, die hat mir das erzählt. Und dass da auch das Brot dann schon geschmiert war und dass das dann so gebogen war, so trocken und so weiter, das hatten wir nicht. Also bei uns war das einfach noch ein Vorteil, dass wir da wenigstens das noch hatten. Es hat gewechselt, wie gesagt, aber ich denke mal, dass das Konzept, das erzieherische Konzept, nämlich die kindliche Persönlichkeit dort zu brechen, egal wie, aber sie haben es geschafft. Ich glaube nicht, dass da ein Jugendlicher aus Torgau rausgegangen ist, der noch der war, als er eingewiesen worden ist. Ich jedenfalls nicht. Ich war ein anderer Mensch. Und man hatte es gemerkt. Man sah ja, wenn ein Mädchen zurückkam aus Torgau, die waren anders. Die waren anders. Die waren stumm. Die waren. Und so war man nachher wohl auch.